Hallo, ich freue mich, dass Sie mal wieder bei uns sind. Ich möchte Ihnen heute mal was ganz Besonderes von uns vorstellen. Es wird einigen dubios klingen, aber wir haben wirklich eine ganz interessante Zauberkiste entwickelt. Und zwar ist es die Leitachion-Box, die ich fälschlicherweise in dem Film, den ich Ihnen gleich noch dazu zeigen werde, immer als Leitachion-Kiste darstelle. Es ist wahrscheinlich die Zauberkiste, die da durch mich spricht. Es ist so, dass wir irgendwann mal durch Zufall festgestellt haben, dass bestimmte Dinge, die wir produziert haben, eine Ausstrahlung haben. Normalerweise ist es so, dass man, um irgendetwas zu informieren, immer auf etwas draufstellt, sodass die Information dann weitergegeben wird. Aber diese Kiste hier hat eine Ausstrahlung, die wirklich interessanterweise nach oben strahlt und Menschen können es wahrnehmen, wenn man so eine Leitachion-Kiste, so eine Zauberbox, wie ich es nenne, unter einen Stuhl stellt und diese Leute sich da draufsetzen. Und interessanterweise verändert sich diese Schwingung oder verändert sich die Ausstrahlung dieser Kiste, indem man irgendwas noch drauflegt. Zum Beispiel ein Bergkristall und schon ergibt sich eine andere Schwingung dabei, eine andere Ausstrahlung. Oder man nimmt einen Rosenquarz dazu. Oder man nimmt ganz einfach, wie ein Musiker, den ich kenne, der legt seine Noten drauf und setzt sich dann oben auf den Stuhl und sagt, er kann das erste Mal in seinem Leben seine Musik fühlen. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Und wir haben es dann auch mal probiert, mit Spirulina draufzustellen, die Schwingung verändert sich. Oder Astaxanthin draufzustellen, die Schwingung verändert sich. Also ein Phänomen, das wir selber nicht erklären können. Diese Aufnahmen, die wir gemacht haben, auch für eine Messe in Saarbrücken, sprechen für sich. Wir werden Ihnen gleich mal so vier Personen zeigen, die das Ganze ausprobiert haben. Und spannenderweise, ich habe da selber nicht dran geglaubt, verändert sich für diese Leute diese Schwingung unmittelbar, sobald man das, was man drauf, also sobald man etwas anderes draufstellt, können es sofort wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob es jeder wahrnehmen kann, aber diese vier Menschen, die wir da mal gefilmt haben, nehmen das wirklich unmittelbar wahr. Und es ist ganz spannend auch. Bei einigen, wenn man die Augen mal sieht, wie sich verändern, wie die Leute glücklich sind dabei, mit diesem Gefühl, das da entsteht, es ist wirklich ein Phänomen, das ich wirklich nicht erklären kann. Ich finde diese Kiste wirklich gelungen. Es ist eine Idee gewesen, die ich geträumt habe letztendlich. Und ich habe den Traum einfach nur umgesetzt in dieser Leitachion-Kiste oder Zauberkiste, wie ich es gerne nenne, oder Leitachion-Kiste, wie gesagt. Und es ist ein Phänomen, wie gesagt, das wir nicht erklären können. Aber es sollte jeder mal für sich ausprobieren, weil viele Leute schreiben uns auch, dass sie das Gefühl haben, mit dieser Kiste plötzlich Licht in der Wohnung zu haben oder sich besser zu fühlen einfach. Viele Leute, die Probleme haben mit dem Body, setzen sich über diese Kiste und schon findet ein Ausgleich statt. Ich weiß auch von einigen, die Steinkarten benutzen, also mit verschiedenen Edelsteinkarten arbeiten, die ziehen sich einfach blind so eine Karte und legen sie dann drauf und das ist dann das Thema des Tages, indem sie sich da drüber setzen, werden sie mit der Information durchströmt. Wie gesagt, es ist nicht zu erklären, aber es ist ein unerklärliches, wundervolles Phänomen, das da stattfindet und ich finde es total spannend. Und die Aufnahmen, die wir gemacht haben, die Sie jetzt gleich sehen werden, die sind nicht gestellt, sondern es sind fremde Personen, die ich selber auch nicht gekannt habe, auch wenn ich du zu denen sage. Ist dann nur auf der Messe, wo man sowieso immer du zueinander sagt, ist ein gewisses Vertrauen da gewesen. Wir haben übrigens in dem Fall auf der Messe, weil sehr viel Ablenkung da ist, man hört es auch, die Geräusche ringsherum sind sehr laut und damit die Leute auch wirklich die Fähigkeit bekamen, mehr zu fühlen, haben wir dort unter den Stuhl gleich zwei Kisten gestellt, weil wir einfach mehr Power wollten, sodass die Leute auch wirklich was fühlen konnten. Aber wenn sie zu Hause sind und so eine Kiste unter den Stuhl stellen, genügt ihnen eine Kiste. Es war dort nur wegen dem Störfaktor, um den ein bisschen zu überbrücken, ein bisschen mehr Power hineinzubringen. Ja, ich freue mich sehr, Ihnen das mal vorstellen zu können. Es ist einzigartig auf der Welt und ich freue mich, dass es zu mir gekommen ist durch einen Traum, dass ich den einfach umgesetzt habe. Was es in der Welt zu machen hat, weiß ich nicht genau, aber es ist irgendetwas, was die Zellen in unserem Körper erfrischt, was die Zellen informiert mit dem, was Sie drauflegen. Sie können nehmen, was Sie wollen, was Ihnen lieb ist. Sie können auch das Wort Liebe draufschreiben auf einen Zettel und drauflegen und Sie werden sehen, die Schwingung verändert sich. Und all das wird sozusagen durch den Körper hindurchgeschickt und der Körper nimmt höchstwahrscheinlich diese Informationen auf. Aber bevor ich lange rede, schauen Sie sich die vier nachträglichen Filme.
Filmchen an, die wir gemacht haben auf der Messe mit vier verschiedenen Personen. Und ich denke, Sie werden selber überrascht sein. Es ist sehr spannend auch für mich, weil ich es, wie gesagt, nicht erklären kann. Okay? Viel Spaß beim Gucken und würde mich freuen, sogar ein paar Kommentare von Ihnen zu haben auf YouTube. Natürlich nur gute, logischerweise. Aber schreiben Sie was oder schreiben Sie uns selber mal, was Sie denken, was Sie darüber fühlen. Oder wenn Sie so eine Leitachion-Kiste, Zauberkiste schon zu Hause haben, schreiben Sie uns einfach mal, wie Ihre Erlebnisse damit sind. Ich finde es sehr spannend und viel Spaß beim Gucken jetzt. Ja? Vielen Dank. So, die Kerstin ist so lieb, dass sie sich mal auf den Stuhl gesetzt hat mit der Leitachion-Kiste unten drunter. Wir haben sogar zwei drunter stehen heute. Ja. Kerstin, du sitzt ja schon einige Zeit drauf. Wir haben auch mal verschiedene Steine ausprobiert. Sag mal, wie fühlt sich das jetzt an? Also die Leitachion-Kiste einfach ohne alles, einfach nur die Leitachion-Kiste. Das ist ein angenehmes, energetisiertes Vibrieren im Körper. Okay. Kribbelt so von den Beinen hoch. Okay. Kannst du es genießen? Ja, auf alle Fälle. Okay. Ich möchte jetzt gerne mal einen Bergkristall drauflegen. Vielleicht kannst du mal die Energie beschreiben. Wir haben den schon gewechselt da unten. Da liegt jetzt der Bergkristall oben drauf. Die Energie, die da jetzt spürbar ist, ist eine sich nach oben öffnende Energie. Ist das, also sobald man den Stein drauflegt, ist diese Energie geändert, ja? Hat sich die verändert? Ja. Ist das eine tolle Energie für dich, eine Klarheit oder es was ist, kommt da? Ja, auf alle Fälle. Es ist was, was den Kopf aufmacht. Okay. Was sowohl Gedanken raus, aber auch reinlässt. Energie raus und reinlässt. Finde ich sehr, sehr spannend. Boah, ich sehe dir richtig an, dass das gerade was macht in dir. Ja. Das ist ja wirklich spannend. Jetzt möchte ich gerne mal unser Produkt draufstellen. Das ist das Asexanthin. Das ist ein Naturstoff aus einer Alge, der auch eine sehr, sehr hohe Schwingung hat. Fühl mal in dich rein. Ja, das hatten wir eben. Und das ist das Gleiche wieder. Das ist sehr spannend. Ich komme mir ein bisschen vor, als ob ich auf einem Vibrationsstuhl sitze. Okay. Also es ist sehr energetisch, aber auch keine ruhige Energie, sondern eher was Aufwühlendes. Das ist der Stoff für Sportler, die sehr aktiv sind. Also das merkt man, dass das aktiv macht. Ne? Das ist wirklich, es rüttelt einen sozusagen auf. Ja, wir schneiden aus diesem Film hier so Sequenzen raus und wir wollen das auf YouTube gerne veröffentlichen. Ist das für dich okay? Das ist für mich okay. Schön, vielen Dank. Ja, danke. So, Finja die Zweite. Also, Finja, jetzt bist du einige Zeit drauf gesessen, auf dem Rosenquarz, der auf der Leitachion-Kiste drauf liegt. Wie empfindest du es jetzt? Ruhig und gelassen. Ich lasse mich gerade durch nichts mehr ablenken. Ich bin wach auf einmal wieder. Ah, okay, schön. Jetzt ändern wir das mal. Jetzt legen wir dir einen Bergkristall drauf. Gebündelter bei Kraft oder was? Ja, wie ein Lichtstrahl, der durch meinen Körper durchführt. Ist es angenehm? Es ist angenehm, ja. Ist sowas wie Klarheit? Ja, Klarheit. Es ist nicht, dass ich mich, so wie bei dem Rosenquarz, habe ich mich, sage ich mal, ein bisschen glücklicher gefühlt. Und jetzt fühle ich mich aber ziemlich klar. Okay. Ja, das trifft es gut. Ja, Bergkristall ist wirklich Klarheit für den Kopf, eine obere Anbindung.
Schön, freut mich, dass du es so empfinden kannst. Jetzt machen wir noch einen Versuch, und zwar, wir haben ein Asexanthin-Produkt. Asexanthin hat eine sehr, sehr hohe Schwingung, ist ein Naturprodukt aus einer Alge. Und wir stellen hier mal diese Dose mit dem Asexanthin drauf. Genau. So, das steht schon drauf. Es ist spannend, dass sich diese Energie, dieser Energiefluss sofort verändert in seiner Qualität, ne? Ja, das ist richtig, es geht richtig auch hier durch mein Herz auf jeden Fall. Wow. Wie so ein Lichtstrahl. Wirklich. Ehrlich, ist ja toll, ist ja super. Liebe und Licht, auch wenn man mehr kann. Liebe und Licht. Ich fühle mich richtig glücklich, ich fühle mich richtig kraftvoll. Ich könnte jetzt, glaube ich, Bäume ausreißen gehen. Das finde ich ja toll. Schön. Mensch, toll, da bin ich sehr glücklich. Würdest du dir so eine Kiste wünschen, sie zu Hause zu haben? Ja, am besten 5. Am besten wird? 5. Was würdest du denn damit machen? Also ich würde mir eine am Arbeitsplatz, glaube ich, stellen wollen. Eine ins Schlafzimmer, eine ins Wohnzimmer, eine in die Küche und eine für meine Katze. Das ist gut. Also das heißt, du findest die gute Kiste, die Leiterhyon-Kiste, ja? Ja. Okay. Kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert, dass da so eine tolle Energie bei rauskommt? Nein. Nicht wirklich. Bitte was? Also mit den Steinen und in Kombination mit dem Wasser, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Ja, ja. Aber wie genau das jetzt funktioniert, ja, okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist ein kleines Geheimnis von uns, aber es funktioniert, merkst du, ne? Ja, das merke ich. Kommt mit toller Energie raus, ne? Ich schwitze richtig. Wow, so viel Energie kommt raus. Ist toll. Finja, vielen Dank, dass du dich hast filmen lassen. Dürfen wir den Film auf YouTube veröffentlichen? Ja. Das ist lieb von dir. Vielen Dank, ja? Okay, danke. Gerne. Michael hier zu Gast, und er sitzt auch auf diesen zwei Leiterionenkisten auf dem Stuhl, oben drüber sitzt er. Und Michael, danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Gerne. Wie empfindest du es? Super. Positiv. Du hast jetzt den ganzen Tag schon bei dir am Stand auf so einer Kiste gesessen. Ja. Kannst du das noch wahrnehmen jetzt hier gerade, was da abgeht? Ja, also ich spüre mich gerade selber warm, wohlig. Es ist sehr schön, fühlt sich super an. Schön, freut mich. Okay. Wir wechseln jetzt mal, wir legen dir jetzt mal einen Rosenquarz drauf. Okay. Du kennst dich aus mit Steinen? Ja, gefährliches Halbwissen. Das heißt, du wüsstest jetzt, dass das der Stein fürs Herz ist. Darum fasst du dir aufs Herz, oder empfindest du es da? Ich habe zwischen Herz und Solarplexus gerade eine schöne Wärme. Okay. Das heißt, die Schwingung oder die Schwingung von unten hat sich jetzt verändert. Ja, auf jeden und Fall. Und du empfindest es als eine Wärme in deinem Körper, zwischen dem Solarplexus und deinem Herzen. Genau. Okay. Sehr schön. Jetzt legen wir dir einen anderen Stein drauf und sagen dir nicht, was wir dir drauf legen. Ja, genau. Okay, gucken wir mal, ob du es wahrnehmen kannst. Gerne. Okay. Legst du den anderen bitte mal drauf. Fühl noch mal rein, mal sehen, ob sich noch was verändert. Es ist erst was wie so eine Wärmewolke, und jetzt breitet sich's hier aus. Also die Wolke wird zu einem See. Okay, schöne Empfindung. Ja. Wir haben dir einen Bergkristall draufgelegt. Auch fein. Der Kristall ist oben für Kopfbereich. Okay. Das heißt, du hast es auch ganz gut wahrgenommen. Schön. Ja. Und jetzt legen wir dir mal etwas drauf, ein Naturstoff. Ja. Ich sag dir auch nicht, was es ist. Ich filme das gerade mal unten. Okay. Merkst du eine Veränderung?
spontan hatte ich das Gefühl von einer Hülle, in der ich jetzt sitze. Okay. Also wie erzählt man mir einen Sack, aber Sack hört sich so negativ an. Es ist schon was Leichtes, aber was Dünnes. Okay. Besser kann ich es gerade nicht beschreiben. Und von der Energie her? Schützend. Schützend, schützend. Okay. Das ist interessant. Das ist Astaxanthin, ein Stoff aus einer Alge, ja, der eine hohe antioxidative Wirkung hat. Sportler nehmen das sehr gern. Das ist auch unser neues Produkt, das Vitalastin Sport, das pro Kapsel 12 Milligramm von dem Astaxanthin drin hat. Und wir nennen dieses Astaxanthin auch Bodyguard, also Schutz für den Körper. Das finde ich ja spannend, dass du das wie einen Schutz um dich herum empfindest. Ja, das finde ich sehr spannend. Aber es ist ein zarter Schutz. Ja. Es ist kein Muskelmann, ja, es ist ein Energieschild. Okay, schön. Das ist schön. Sportler nehmen das, weil sie damit eine schnelle Muskelregeneration haben, ja, und mehr Power im Muskel, ja, also für Wettkämpfe und zum Trainieren. Mhm. Aber schön, wie du es empfindest. Das finde ich toll. Michael, wir werden daraus ein bisschen einen Film zusammenschneiden auf YouTube veröffentlichen. Bist du damit einverstanden? Ja, gerne. Wenn du mir den Link schickst, dass ich das sehen kann. Gerne, gerne. Ich, ja, immer rauf und runter schaue. Okay. Ja, schön. Er ist selber abgefahren, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, dass ich das so direkt spüre. Ja. Und es ist extrem spürbar. Also, schön. Spannend, ne? Ja, super. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Danke, tschüss. Danke. So, Delia, du sitzt jetzt auf dem Stuhl. Unter dem Stuhl stehen zwei Leitachtonkisten. Und es steht jetzt einfach nur die Kisten da, ohne dass wir was draufgelegt haben. Du hast vorher schon probiert. Berichte einfach mal, wie du dich fühlst auf dieser Leitachtonkiste. Also ich spüre, dass das ziemlich hoch energetisch mir durch den ganzen Körper fährt. Und macht meinen ganzen Körper warm und wohlig. Das ist ja spannend. Also du merkst richtig, wie die Energie, ja, durch dich durchfließt. Ja, ja, ich merke, okay, es. Ja. Es fängt in den Füßen an und zieht hoch und geht in die Schultern, in die Arme. Okay. Super, toll. Ist das ein sehr angenehmes Gefühl? Ja. Schön. Wir legen jetzt mal ein Produkt von uns drauf, das Astaxanthin. Das hat eine sehr, sehr feine Schwingung, ist ein Naturstoff aus einer Alge. Und wir legen das mal drauf und du kannst einfach mal sagen, wie du es empfindest dann. Nee, das Astaxanthin bitte mal, genau. So. Hat sich das verändert von der Schwingung her? Ja, das hat sich verändert, ja. und wie empfindest du das? Ja, nochmal potenziert, nochmal viel stärker. Ist mehr Power? Ja, viel mehr, okay, Power. Ja. Wie empfindest du es? So beruhigend oder ist es so erweckend? Erweckend. Ja, ja, dieser Stoff Astaxanthin, der wird auch von Sportlern vor allem genommen, die Power haben wollen, die schnelle Muskelregeneration haben wollen. Und das ist letztendlich das, was jetzt als Energie jetzt auch durch dich durchfließt, nämlich Power. Klasse, schön. Jetzt würde ich dir gerne mal ein Bergkristall drauflegen. Mal sehen, wie du das empfindest. So, ich zeige das jetzt gerade mal. Ich gehe mit der Kamera mal runter. Da liegt der Bergkristall jetzt drauf. Und die Denia kann jetzt einfach mal in sich reinfühlen. Veränderung schon wahrnehmbar? Ja, Veränderung schon wahrnehmbar. Sag mal, ist es nicht faszinierend, dass das sofort sich verändert von der Wahrnehmung her? Ja. Ist das verrückt, ne? Du kriegst das totale Leuchten in deinen Augen. Macht dich richtig glücklich gerade. Ist ja toll. Wenn du so eine Kiste hättest, was würdest du damit machen? So eine Leitachionenkiste. Ja, wo legt man die sich hin? Und das Bett und das. Da, oder man setzt sich auf den Stuhl, genau. Ja. Es ist übrigens interessant, ich kenne. Ja. Ich kenne einen Musiker, der legt sich seine Noten immer auf die Leitachtonkiste durch und er hat mir erzählt, dass er das erste Mal jetzt seine Musik fühlen kann. Das finde ich spannend. Ja. Okay.
Xenia, darf ich diesen Film auf YouTube mit veröffentlichen? Darfst du. Das ist ganz lieb von dir. Ich danke, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir dich filmen durften. Ja? Das ist ganz lieb. Danke.